Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Podcast zur Bundestagswahl von Solinger Tageblatt und Remscheider Generalanzeiger, bei dem wir heute die Direktkandidaten aus dem Wahlkreis Solingen-Remscheid, Wuppertal, Kronberg und Ronsdorf von der CDU und von der SPD vorstellen. Am Mikrofon begrüßen Sie für das Solinger Tageblatt Andreas Tews und für den Remscheider Generalanzeiger Axel Richter. Mit dabei sind heute der Bundestagsabgeordnete Jürgen Hart von der CDU und sein Herausforderer von der SPD Ingo Schäfer. Herzlich willkommen an Sie beide. Guten Tag, schönen guten Morgen. Zu Beginn möchten wir unsere Gäste gerne vorstellen. Herr Hart, verraten Sie uns, wie alt sind Sie? Ich bin 58 Jahre alt. Und von Beruf sind Sie seit 12 Jahren Bundestagsabgeordneter? Richtig. Was haben Sie davor beruflich gemacht? Ich habe studiert, Diplom-Volkswirtschaft, nachdem ich 4 Jahre bei der Marine war, Marineoffizier geworden bin. Und dann habe ich erst in der CDU-Bundesgeschäftsstelle, dann in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und dann über 8 Jahre in der Unternehmenskommunikation der Vorwerkgruppe als Leiter der Unternehmenskommunikation gearbeitet bei Dr. Jörg Mittelsenscheid. Sie sind verheiratet? Und eine Tochter. Ihre Hobbys? Wenn Zeit bleibt, natürlich gerne kochen, auch manchmal gerne einkaufen. Das beschränkt sich allerdings in der Regel aufs Wochenende. Sie shoppen gerne? Ich shoppe gerne Lebensmittel, ehrlich gesagt, ja. Okay. Also Klamotten shoppe ich offen gesagt nicht so gerne. Aber Lebensmittel oder Bücher shoppe ich gerne. Seit wann sind Sie politisch engagiert? Ich bin als Schüler in die CDU eingetreten und ich bin dann als Student im Jahr 1987, das war schon nach meiner Bundeswehrzeit, Student in Heidelberg, Bundesvorsitzender des Rings christlich-demokratischer Studenten geworden. Relativ überraschend, nachts um 2, weil der das werden wollte, immer keine Mehrheit bekam. Und dann hat man gesagt, jetzt muss ich antreten und dann habe ich die Wahl gewonnen und ab diesem Zeitpunkt war ich in der Bundespolitik gelandet. Ich war eingeladen in die Sitzung des Bundesvorstands der CDU. Ich kannte jeden, der da saß, allerdings alle nur aus dem Fernsehen und habe dann versucht, 2 Jahre die Interessen der Studenten in der CDU hochzuhalten. Und seitdem ist Politik eigentlich ständiges Hobby und seit 2009 eben auch dann der Hauptberuf. Und warum ist es ausgerechnet die CDU geworden? Es ist ja so, dass man sich als junger Mensch irgendwie dann orientiert, wo es hingeht. Und wenn man Glück hat, ist man dann damit auch zufrieden. Und das war bei mir so. Ja. Jetzt treten Sie zum 4. Mal an. Was motiviert Sie? Ich habe in meiner Zeit im Deutschen Bundestag erlebt, dass die Herausforderungen immer immens sind und immer andere, als man dachte. Als ich das erste Mal in den Bundestag kam, hat kein Mensch davon geredet, dass uns die Frage der Sicherheit des Euro beschäftigen würde. Das war im Wahlkampf null Thema, war dann allerdings für mich im Europaausschuss 4 Jahre lang im Grunde das Hauptthema. Dann hatten wir in der vorletzten Legislaturperiode das Thema Flüchtlinge, da haben wir im Wahlkampf auch kaum drüber geredet, war aber dann total dominierend. Und jetzt, wer hätte das gedacht, 2017, dass wir uns mit so einer Viruspandemie rumschlagen müssen. Und das ist das, was mich an der Politik reizt und ich versuche da meinen Beitrag zu leisten in Berlin und würde das auch gerne in den nächsten 4 Jahren wieder tun. Willkommen zu Herrn Schäfer. Herr Schäfer, wie alt sind Sie? Ich bin 55 Jahre alt. Ihr Beruf ist? Ich bin Feuerwehrmann im Moment, seit 1.6. freigestelltes Personalratsmitglied der Stadt Solingen. Sie sind auch verheiratet? Ich bin verheiratet seit 34 Jahren und habe eine erwachsene Tochter. Was sind Ihre Hobbys, Herr Schäfer? Ja, meine Hobbys ist natürlich die Parteiarbeit, die ich habe. Meine Familie steht dann ganz oben. Ich habe meinen Hund und noch eine Leidenschaft, das ist Borussia Mönchengladbach, da bin ich öfters im Stadion. Seit wann sind Sie politisch engagiert, Herr Schäfer? Ja, gewerkschaftspolitisch eigentlich schon seit Ewigkeiten, seit ich in die Arbeitswelt reingekommen bin und habe dann angefangen, in 2000 über die Personalratsarbeit eine Gewerkschaft zu gründen. Und aufgrund meiner Position innerhalb der Gewerkschaft konnte ich keiner Partei angehören, weil ich glaube, dass es einfach wichtig ist, gerade wenn man beim Aufbau ist, eine gewisse Unabhängigkeit darzulegen. Aber ich habe schon 1976 mit meinem Vater zusammen die Brötchen und die Vorwärtszeitung sonntagsmorgens um 5 Uhr, und glauben Sie mir, ich bin da nicht freiwillig aufgestanden, an die Türen an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Solingen gehangen. Also ich bin schon eh und je Sozialdemokrat und eingetreten in die Partei bin ich am 1.7.2013. Und das aus Überzeugung dann damals auch oder nur, weil es der Vater auch war? Ich bin aus Überzeugung, ich bin immer Sozialdemokrat gewesen, eingetreten. Und warum der 1.7.2013, unser jetziger Oberbürgermeister hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, also wir kannten uns schon 12, 13 Jahre, ob ich mir vorstellen könnte, ihm im Wahlkampf zu begleiten. Und Herr Kurzbach in Solingen. Herr Kurzbach, genau. Mhm.
Ja, und dann habe ich gesagt, Marion hat gesagt, da musst du zu uns kommen, da musst du jetzt endlich mal dein Parteibuch abholen. Sie treten ja jetzt auch zum zweiten Mal schon an, um in den Bundestag zu kommen. Was motiviert Sie, das zu tun? Die soziale Ungerechtigkeit, die in unserem Land herrscht, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Herr Rath hat gerade schon gesagt, wir haben in der letzten Legislaturperiode die Pandemie gehabt, die da gewesen ist, die uns natürlich im kompletten alltäglichen sozialen Leben eingeschränkt hat. Aber wir haben auch vor kurzem noch die Hochwasserkatastrophe gehabt. Das sind das, was die Leute betrifft, bestürzt und aufzeigt, welche Möglichkeiten da sind, wenn alle zusammenhalten. Und ich würde behaupten, das würde nach der pandemischen Lage, nach dieser Katastrophe, furchtbaren Katastrophe, auch im allgemeinen Zusammenleben uns besser gelingen, wenn die Einsicht, wenn wir diesen Schwung mitnehmen könnten. Das fängt damit an, mit Steuern, Verschiebungen von Reich nach Arm. Das fängt damit an, dass wir die Kinderarmut bekämpfen. Aber ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Also auch im Wahlkreis 103 gilt, es kann nur einen geben. Nur einer von den Direktkandidaten wird direkt einziehen in den Bundestag. Deshalb die erste Frage an Sie, Herr Schäfer. Warum sind Sie denn eigentlich der bessere Abgeordnete als Herr Hart? Also der große Unterschied ist, ich werde für meinen Wahlkreis da sein, immer ansprechbar sein. Ich werde die Fragen, Sorgen, Ängste und Nöte mit nach Berlin nehmen und versuchen, die schnellstmöglich zu beantworten. Mit Sicherheit auch nicht immer zum Positiven, aber Antworten werden kommen. Ich werde für meinen Wahlkreis mich einsetzen, dass der Altschuldenfonds endlich eingerichtet wird, denn unser Kanzlerkandidat schon vor Jahren hatte einrichten wollen, aber nicht die Mehrheit in den Koalitionspartnern gefunden hat. Ich werde zusehen, dass wir die Schere wieder zwischen Arm und Reich enger zusammenbekommen, dass mehr soziale Gerechtigkeit entsteht. Und ich glaube, das ist alles das, was in den letzten 12 Jahren so nicht geschehen ist, wie ich mir das vorstelle, wie ein Abgeordneter, der den Wahlkreis direkt gewinnt, für seine Region, für seinen Wahlkreis auftreten sollte. Und das würde ich gerne umsetzen wollen. Also ja, da steckt ja schon Kritik drin, aber gleichwohl die gleiche Frage an Sie. Warum sind Sie denn, warum machen Sie es besser als Herr Schäfer? Das müssen die Wählerinnen und Wähler beurteilen. Ich habe ich glaube, in den 12 Jahren schon erfolgreich diesen Spagat zwischen den Berliner Aufgaben und den Wahlkreisaufgaben hinbekommen. Der Abgeordnete ist hier nicht der Oberbürgermeister für die drei bergischen Großstädte, sondern er hat natürlich Aufgaben, die er auch in Berlin wahrnehmen muss. Da geht es ja darum, die Dinge zu regeln, die wir in Deutschland gemeinsam in der Hauptstadt auf nationaler Ebene regeln. Ich glaube, wenn man schaut auf das, was ich mir vorgenommen hatte für diesen Wahlkreis und was erreicht wurde, dass ich dann schon ein bisschen stolz sein kann. Wir haben mehr Bundesgeld für kommunale Aufgaben denn je zuvor. Wir haben gerade im sozialen Bereich, wo die Kommunen ja stark ächzen unter Finanzlasten, etwa bei der Grundsicherung im Alter oder bei den Kosten der Unterkunft, hohe Summen bereitgestellt, mehr als jemals zuvor. Wir haben in der Corona-Krise 2021 die Kosten der Kommunen komplett ausgeglichen, sodass die kommunalen Haushalte im Jahr 20 komplett ausgeglichen, sodass die kommunalen Haushalte im Jahr 20 vermutlich eher besser abschließen werden, als dass die Stadträte ursprünglich beim Haushaltsentwurf vorgesehen haben. Wir werden sicher auch für 21 eine entsprechende Lösung finden. Wir haben für die Schulen viel getan im Digitalpakt. Die Digitalisierung der Schulen in Deutschland wird weit überwiegend vom Bund bezahlt. Also insofern ist das eine Bilanz, die sich, wie ich finde, sehen lassen kann. Ganz abgesehen davon, dass wir für Schloss Burg 15 Millionen haben, dass wir für die Lutherkirche in Solingen, die Lutherkirche in Remscheid auch Denkmalschutzmittel und Mittel aus der Sportförderung bereitstellen konnten. Darum muss man sich kümmern, das muss man gut vernetzt in Berlin organisieren. Und wenn man in Berlin versucht, auch den Kolleginnen und Kollegen was zu geben, indem man den Job gut macht, den man dort hat, ich als außenpolitischer Sprecher, dann hat man auch offene Ohren bei den Kollegen, die über diese Aufgaben und Töpfe wachen. Und das würde ich gerne so fortsetzen. Offene Ohren, das fordert ja unter anderem auch die jüngere Generation beim Thema Klimaschutz. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema, das eigentlich nicht erst jetzt ansteht, sondern schon seit längerer Zeit, Herr Hart. Ihre Partei strebt ein klimaneutrales Deutschland bis 2045 an. Reicht das aus? Ich würde mir wünschen, dass wir das Ziel früher erreichen. Ich glaube, dass wir in Deutschland im Klimaschutz viel erreicht haben und dass wir auch gut daran tun, darüber zu reden. Denn es geht ja darum, die Menschen mitzunehmen. Und wenn wir die ganze Zeit so tun, als hätten wir uns nicht schon erheblich angestrengt, dann werden die Leute sagen, nützt ja eh nichts. Deutschland hat 2% am CO2-Ausstoß. Wenn wir, selbst wenn wir auf Null gehen und im Zweifel die Automobilindustrie mit Auflagen belegen,
ändert es ja im Weltklima nichts. Wir haben Klimagesetze in Deutschland, die allesamt unter Verantwortung von Angela Merkel entstanden sind, entweder als Umweltministerin bis 1998 oder als Bundeskanzlerin seit 2005. Die rot-grüne Regierungszeit unter Autokanzler Schröder war für die Klimagesetzgebung ein weißer Fleck, eine verlorene Zeit. Wir haben im Augenblick rund 40 Milliarden, die wir für CO2-Minderungen einsetzen, entweder durch Dinge, die die Bürger bezahlen oder die Dinge, die aus Steuermitteln an Subventionen gezahlt werden. Und damit haben wir es erreicht, die 40% hinzukriegen. Gemessen am Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist es sogar so, dass wir heute nur noch mit 40% CO2 im Vergleich zu vor 30 Jahren pro Million Wertschöpfung in Deutschland produzieren. Also wir sind gut vorangekommen und das sollte uns alle ermutigen, dass wir diesen Weg gemeinsam und nicht in der Konfrontation untereinander, sondern in einer gemeinsamen Kraftanstrengung fortsetzen und von mir aus gerne weit vor 2045 bereits die Klimaneutralität erreichen. Also Herr Hart zieht eine positive Bilanz der Klimapolitik. Herr Schäfer, würden Sie weitergehen? Ich würde gerne noch einen Satz zu der Haushaltssituation verlieren. Sie haben gesagt, dass viel Geld von Berlin in Ihren Wahlkreis geflossen ist. Aber Tatsache ist, dass unsere drei Städte, Wuppertal, Remscheid und Solingen, zusammen ein Schuldenpaket von 3 Milliarden Euro auf den Schultern haben. Und dann nützt es überhaupt nichts, wenn ich mal ein Jahr lang Gelder von Berlin in unseren Wahlkreis schicke, sondern wir kriegen das nur geregelt, wenn wir den Altschuldenfonds einrichten. Ansonsten werden unsere Kommunen spätestens dann, wenn die Pandemiegelder zurückgezahlt werden müssen, mit dem Rücken an der Wand stehen und die Bezirksregierung wird den Sparkommissar stellen. Ja, und Klimawandel. Klimawandel ist natürlich, wenn man immer wieder zurückblickt und sagt, wir haben ja schon was getan, wir haben viel getan, aber wie man sieht, ist es in keinster Weise ausreichend gewesen. Dann kann man sich nicht zurücklegen, sondern wir müssen darüber reden, was wir alles schon getan haben, sondern wir müssen nach vorne blicken und schauen, was können wir denn alles tun. Der Unterschied, den wir zu den Bündnis 90 Grünen haben, ist zum Beispiel, dass wir Verstromung der Braunkohle nicht bis 2030 beziffern, sondern bis 2038, weil wir sonst keinerlei Möglichkeiten haben, die Spitzenbedarfe der Industrie zu decken. Wir werden die E-Mobilität bekommen, nicht nur Autos, sondern auch mehr Elektro zur Verfügung stellen müssen. Und die Spitzen, die jetzt über die Atomkraftwerke aufgefangen werden, die regulieren unseren Spitzenbedarf, werden Ende 2022 abgeschaltet werden. Das heißt, wir haben eine Übergangszeit, bis dann die erneuerbaren Energien und vor allen Dingen auch die Speicherkapazität erhöht wird, um Spitzenbedarf in Industrie und Privatwirtschaft abzudecken. Das wird seine Zeit brauchen. Und wir möchten, wir werden nichts versprechen, was für uns jetzt schon nicht erreichbar ist. Das wäre nicht ehrlich, das wäre ein Betrug an den Wählern und Wählern und das wollen wir nicht machen. Und deswegen haben wir uns auf 2038 bei der Verstromung von Braunkohle ausgesprochen. Das ist abgesprochen, das ist nicht aus dem Bauch raus, da haben Ingenieure und Wissenschaftler dran gearbeitet. Und diese Ziele sind realistisch und erreichbar. Wenn das früher geht, jeden Monat früher geht, werden wir natürlich auch früher da aussteigen. Aber wir müssen halt realistische Ziele benennen und ich glaube, der Wähler und die Wählerin haben Recht darauf, auf das, was realistisch nachvollziehbar ist, da selbst zu bestimmen, wie man damit umgeht. Die Steuerpolitik, die finanzielle Ausstattung des Staates war ja eben schon ein Thema. Ganz kurz hatten Sie das beide angerissen. Das möchten wir vielleicht ein bisschen vertiefen, Herr Schäfer. Bei der Steuer möchten Sie die Spitzenverdiener stärker belasten, zumindest Ihre Partei möchte das. Bestrafen Sie damit nicht auch die Leistungsträger unserer Gesellschaft? Also wir möchten die nicht nur stärker belasten, sondern den Solidaritätsbeitrag für die obersten 10%, die noch nicht beitragsfrei gestellt sind, die sollen auch weiter ihre Beiträge bezahlen, plus ab 200.000 Euro 3% mehr Lohnsteuer, Einkommensteuer, die gezahlt werden sollen. Ich glaube, das ist der Beitrag, den die Gutverdiener leisten müssen, um letztendlich die Solidargemeinschaft mit am Leben zu halten. Wir müssen schauen, dass wir die Familien unterstützen, entlasten. Wir müssen schauen, dass wir die Mittel- und die Niedriglohn-Menschen entlassen. Und ich glaube, dass es einfach wichtig einfach ist und auch ein Zeichen ist, dass wir jetzt die Schere zwischen Arm und Reich zusammenführen. Und das funktioniert nur so. All das, was wir vorschlagen, kostet Geld. Unser Plan ist, den Spitzensteuersatz um 3 Prozentpunkte nach oben zu regulieren. Und ich glaube, das ist annehmbar und auch nachvollziehbar. Ja, das sieht die CDU nun völlig anders. Partei ist gegen Steuererhöhungen und will die Unternehmenssteuer bei 25% deckeln. Ist das angesichts leerer Kassen, angesichts der Belastungen, die mit der Pandemie auf uns zugekommen sind, überhaupt zu verantworten?
Wir haben den Spielraum gewonnen für die hohen Ausgaben in der Pandemie, weil wir in den Jahren zuvor eben nicht durch Steuererhöhungen, sondern durch Belebung der Wirtschaft einen enormen Anstieg der Steuereinnahmen gehabt haben. Und die Neuverschuldung in Deutschland ist ja in den Jahren, in den, ich glaube, 6 oder 7 Jahren vor der Pandemie, also wenn man das Jahr 2020 als Zäsur nimmt, stetig zurückgegangen von Jahr zu Jahr und die Steuereinnahmen sind stetig gestiegen. Der Mechanismus in der Steuerpolitik ist ja nicht, dass man möglichst hohe Steuersätze definiert, sondern dass man dafür sorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger viele Steuern zahlen können. Weil keiner beschwert sich darüber, dass er mehr Steuern bezahlen muss, weil er mehr verdient. In dem Augenblick aber, wo man in die eigene Tasche greifen muss, um diese Steuern zu bezahlen, kann man es nicht für was anderes Gutes ausgeben, weder als Unternehmer noch als Konsument. Und deswegen halten wir an dem mit der SPD vereinbarten Plan fest, mit Finanzminister Scholz vereinbarten Plan fest. Ich habe selbst an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen vor 4 Jahren, dass wir den zweiten Teil des Solidaritätszuschlags auf die Einkommensteuer in den darauffolgenden 4 Jahren abschaffen, nachdem wir den ersten Teil ja bereits 2021 abgeschafft haben. Und wir sagen, zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft gehört, dass die im Unternehmen verbleibenden Gelder nicht mit mehr als 25% besteuert werden. Es geht nicht darum, dass was Aktionäre oder Eigentümer des Unternehmens rausnehmen und für sich selbst verwenden. Dafür zahlen sie natürlich ganz normale Einkommensteuer, wie jeder auch. Im Zweifel zahlen sie den Spitzensteuersatz, wenn sie reich sind. Aber das Geld, was in der Firma bleibt, damit das Unternehmen selbst gestärkt wird und damit das Unternehmen zum Beispiel investieren kann, der sollte auf einem international verträglichen Wettbewerbsniveau sein, und da sagen wir 25%, wenn man alle Steuerarten zusammennimmt, also da gehört auch die Gewerbesteuer zum Beispiel dazu. Gut, also habe ich verstanden, nur ich habe so den Eindruck, mit allen, mit denen ich spreche, das kauft Ihnen eigentlich niemand so richtig ab, dass es nach den Wahlen keine Steuererhöhungen geben soll, weil irgendjemand muss die Zeche ja bezahlen. Ich bin jetzt zum 4. Mal Kandidat für den Bundestag. Und jedes Mal hat man mir gesagt, ihr werdet eure Versprechen, keine Steuern zu erhöhen, nicht halten. Und jedes Mal haben wir es getan. Daraus schöpfe ich die Kraft, dass wir es auch in der nächsten Legislaturperiode hinkriegen. Ich möchte an einer Stelle eine kleine Korrektur oder Einschränkung machen. Wir wollen die EEG-Umlage abschaffen und dafür eben diese CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe machen. Das ist aber, wie wir finden, für den Konsumenten, der oder auch für das Unternehmen, das verantwortungsvoll mit Klimatechnik umgeht, ein linke Tasche, rechte Tasche Geschäft. Aber es gibt eben die CO2-Steuer, dafür soll aber die EEG-Umlage, die ja auch eine Art Steuer ist, eine Belastung auch für Privathaushalte, entfallen. Wir haben die Situation, dass die Pandemie uns 400 Milliarden Euro gekostet hat. Ab 2022 muss der Bund 20 Milliarden aufbringen, nur um die Rückzahlung der Pandemiekosten zu machen. Wie wollen Sie das finanzieren? Ich kann nur darauf hinweisen, dass wir in der deutschen Finanzgeschichte, und das weiß auch der SPD-Finanzminister, immer Phasen hatten, in denen wir mit Steuersenkungen verbunden erhöhte Steuereinnahmen nach einer bestimmten Phase hatten. Das war die große Steuerreform, die unter der Regierung Kohl mit Stoltenberg als Finanzminister erfolgt ist. Das waren die Steuersenkungen für die Unternehmen, die die Regierung Schröder, SPD, Fischer, Grüne vollzogen haben. Das hat auch zu einer Belebung der Wirtschaft geführt. Und das ist auch unser Plan, den wir jetzt verfolgen. Und ich habe keinen als Diplom-Volkswirt keinen Zweifel daran, dass dieser Plan aufgehen wird und dass wir im Gegenteil, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen übermäßig belasten, unterm Strich nicht mehr, sondern weniger Steuereinnahmen haben werden. Also ich habe als Feuerwehrmann da schon meine Zweifel dran an dieser These, weil wer hat denn letztendlich die Zeche bezahlt? Also Sie sagen, Sie tun so, als wenn wir immer durch jede Krise ohne Probleme rausgekommen sind, aber bezahlt hat die letztendlich immer der Mittelstand und der kleine Mann. Und ich glaube, dass diese Schere einfach wieder geschlossen werden muss. Wir müssen jetzt langsam auch mal an die denken, die nicht in einem hohen Lohnsektor arbeiten können und auch keine Jobs haben, sondern wir müssen an die denken, die letztendlich auch ihr Leben lebenswert haben müssen. Und das funktioniert nur, wenn wir letztendlich da frühzeitig gegensteuern. Dazu gehört die Erhöhung von dem Mindestlohn auf 12 Euro und dazu gehört auch eine Steuererleichterung für Familien und auch für Leute, die im Niedriglohnsektor arbeiten. Also wir haben gemeinsam, SPD und CDU-CSU, in der jetzt zu Ende gehenden Legislaturperiode die kleinen und mittleren Einkommensbezieher erheblich entlastet, indem wir den Solidaritätszuschlag für diese Personen abgeschafft haben. Ich glaube, das war ein Volumen von ca. 12 Milliarden Euro jährlich. Das bleibt ja auch so.
Und das war eine Maßnahme, die wir zum Glück mit großer Unterstützung auch des SPD-Finanzministers umgesetzt haben. Also es hört sich gerade so an, als wenn Sie den Anschluss gegeben hätten, den Solidaritätsbeitrag abzuschaffen. Den sehe ich ganz klar. Also die CDU war, glaube ich, neben der FDP die Partei, die stets gefordert hat, dass wir uns an unser Versprechen halten, dass der Solidaritätszuschlag dann abgeschafft wird, wenn dieser Solidaritätsfonds Aufbau Ost, für den ja dieser Soli-Zuschlag eigentlich gedacht war, da wollte man ja die Schulden des Aufbau Osts mit abzahlen innerhalb von 30 Jahren, dass wir das abschaffen. Und da sind wir jetzt schon ein bisschen über die Zeit, wenn wir ehrlich sind, weil das wäre eigentlich 2019 gewesen, 30 Jahre nach der Einheit. Aber trotzdem verspreche ich, wir halten uns dran und schaffen den ab. Aufbau Ost ist auch ein Thema, was zum Beispiel die Kämmerer in unserer Region sehr lange beklagt haben. Damit, da möchte ich auch noch mal einhaken, zu der Finanzsituation der Städte auch. Reicht denn das Geld um die Städte? Ich meine, die haben jetzt, Sie sagen, Sie haben ausgeglichene Haushalte, schieben da aber die Corona-Schulden vor sich her, die Sie dann in den nächsten 50 Jahren abtragen müssen. Ich weiß, das ist eine Entscheidung des Landes NRW, aber trotzdem haben Sie einen riesen Schuldenberg und Sie müssen entlastet werden, müssen diese Schulden irgendwann abtragen. Vielleicht zuerst Herr Schäfer, weil der da wahrscheinlich auch eine sehr dezidierte Meinung dazu hat und hat dann auch gerne. Das ist unablässlich, dass der Altschuldenfonds eingerichtet wird. Wir werden die Schulden sonst nicht mehr los. Und unsere Kommunen, und wir müssen von drei Städten sprechen, werden irgendwann in naher Zukunft die Handlungsfähigkeit verlieren. Wir reden hier allein für Solingen von ca. 50 Millionen Euro, die Pandemiekosten gewesen sind. Das ist die Rechnung, die vor einem Jahr gemacht worden ist. Wenn wir mal am Ende einen Schlussstrich drunter ziehen, werden es vielleicht doppelt so hohe Schulden sein. Und das Geld muss zurückgezahlt werden. Bei 50 Millionen, 2 Millionen pro Jahr über 50 Jahre. Wir müssen, und das ist auch schon längst überfällig, den Altschuldenfonds machen. Wir werden als Stadt nicht mehr überleben können. Das Worst-Case-Szenario droht uns. Und wenn wir unseren Bürgerinnen und Bürgern vor Ort die Stadt nicht mehr lebenswert hinterlassen können, das fängt an mit Kultur und Kunst, das fängt an mit Freizeitgestaltung, alles das, was passiert, das fängt an mit Ausstattung von öffentlichen Einrichtungen. Alles das, was eigentlich ein kommunaler Auftrag ist, kann nur noch jetzt mit ausreichend bis mangelhaft erledigt werden, weil eben die Kommunalfinanzen so desaströs dastehen. Und ich denke, und ich würde gerne mal wissen, warum in der letzten Legislaturperiode der Altschuldenfonds nicht durchgekommen ist. Wenn dann die CDU doch dann so dran gedacht hat und Sie auch für Ihren Wahlkreis eingestanden haben. Einmal der, Herr Hart, und auch das Thema Konnexitätsprinzip. Das heißt, wer die Gesetze beschließt, soll es auch komplett bezahlen. Spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Kommt dieses Prinzip in den nächsten 4 Jahren, wenn die CDU an der Regierung ist? In der Bundesrepublik Deutschland ist im Übrigen auch schon wie im Deutschen Reich und in Preußen die Sozialverantwortung bei der kommunalen Hand. Der Unterschied zu früher ist, dass weil früher die Aufgaben wachsen dadurch, dass der Bund Gesetze beschließt. Zu Unterschied zu früher ist, dass die Kommune früher diejenigen, die nicht Bürger der Kommune waren und sozialbedürftig waren, an einem Statut abgewiesen hat und gesagt hat, geh dahin, wo du geboren bist. Das ist natürlich heute nicht möglich und deswegen haben wir ja diese einheitliche Gesetzgebung. Ich habe ja bereits ausgeführt, dass wir nicht nur sporadisch, sondern strukturell zukünftig den Kommunen im Bereich der Sozialkosten, und da sind von allen Kämmerern mir vorgetragen worden, das Thema in erster Linie die Kosten der Unterkunft gewesen, nachdem das Thema Grundsicherung im Alter, also das, was bei Rentnern an der Stelle von Hartz IV ist, dass diese Kosten in erster Linie weggenommen werden müssen. Und bei der Grundsicherung im Alter haben wir es zu 100% zukünftig, also jetzt schon einige Jahre und auch in die Zukunft beim Bund. Und bei den Kosten der Unterkunft sind wir bei, das ist immer schwierig zu berechnen, bis zu 75%, die der Bund trägt. Ich glaube, dass wir damit eine massive strukturelle Entlastung für die Haushalte leisten. Und die Kämmerer, mit denen ich spreche, waren in erster Linie daran interessiert, zunächst einmal diese strukturellen Probleme von der Backe zu kriegen. Das zweite Risiko, was die Kämmerer sehen, ist, was passiert, wenn die Zinsen steigen. Dann würden ja unsere Schulden teuer. Solange die Zinsen niedrig sind, sind die Schulden halt da, aber sie werden mit vergleichsweise niedrigen Zinsen bedient. Aber wenn die Zinsen steigen würden, würde das uns um die Ohren fliegen. Und deswegen bin ich wie Herr Schäfer dafür, dass wir einen Altschuldenfonds einrichten, der von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam beredet wird. Ich habe mit dem Kämmerer der Stadt Solingen schon vor und mit der Leiterin der Kämmerei schon vor 2 Jahren mir das vorrechnen lassen, dass das auch gar keine so große Belastung für den Bund und für das Land und für die Kommune ist, weil das ja auf einer langen Zeitschiene geregelt werden kann. Aber wenn wir diesen gemeinsamen Schuldentopf hätten, dann könnte der Bund mit dazu beitragen, zu garantieren, dass da langfristig niedrige Zinsen dabei sind. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten ja vielleicht sogar Lust, in so ein von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam verbrieftes Paket zu investieren.
Meine Kolleginnen und Kollegen im Finanzausschuss und auch von anderen Parteien, auch Sozialdemokraten im Übrigen, sagen, es muss ein Konzept auf den Tisch, das von den Ländern getragen wird. Die Länder sind für die Finanzen der Kommunen zuständig und solange das nicht vorliegt, sehen wir uns als Bund nicht in der Aufgabe, das zu starten. Ich habe da eine etwas andere Auffassung, aber an dem Brett müssen wir weiterbohren. Zugegebenermaßen ist durch Corona und die enormen Ausgaben des Bundeshaushaltes für Corona mit gleichzeitiger massiver Entlastung der Kommunen von diesen Kosten das Projekt aus dem Blick geraten. Das also, muss wieder aufgenommen werden. Was wir doch alle wissen, es macht ja überhaupt keinen Sinn, sich gegenseitig die Verantwortung zuzuschieben. Ich frage mich immer, und ich glaube, das geht vielen anderen Menschen auf der Straße halt auch so, ist es möglich gewesen, die Banken zu retten mit sehr viel Geld? Ist es möglich gewesen, jetzt in der Pandemie sehr viel Geld auszugeben, sehr viele Schulden aufzunehmen, die man ja auch wieder abzahlen kann, wenn man den Finanzminister richtig versteht, dann müsste es doch auch möglich sein, aufgrund einer starken Wirtschaft abzahlen kann, dann müsste es doch auch möglich sein, die den Kommunen zu helfen mit Milliardenbeträgen. Bürgerinnen und Bürger sind Schulden, Schulden. Wenn wir die Schulden vom Töpfchen A, kommunaler Haushalt, ins Töpfchen B, Landeskasse oder in das Töpfchen C, Bundesschuld packen, ist ja für den Steuerzahler nicht viel gewonnen. Mit dem Unterschied allerdings, dass die Kommunen investieren können. Kommunen können auch jetzt investieren, weil sie ja ausgeglichene Haushalte haben. Da hat ja der Stärkungspakt Kommunalfinanzen wesentliche Beiträge geleistet und das, was der Bund an Entlastung gegeben hat. Ich glaube, bevor wir tatsächlich sagen, wir entschulden uns gemeinsam, muss klargestellt sein, dass die Kommunen in der Lage sind, ohne neue Schulden ihre Aufgaben wahrzunehmen und auch die Bedürfnisse ihrer Bürger zu decken. Wenn wir am anderen Ende anfangen, die Schulden wegnehmen, ohne dass wir diese strukturellen Themen lösen, die meines Erachtens auch in der kommunalen Steuerpolitik liegen, wo die Kommune nichts für kann, also die Abhängigkeit von Gewerbesteuer. Solange wir das nicht gelöst haben, würden wir quasi den Eimer ausleeren und er würde in Kürze wieder volllaufen. Das, glaube ich, ist nicht im Interesse der Steuerzahler. Herr Schäfer hat mit dem Kopf geschüttelt. Ja, ich muss Ihnen sagen, und das führt zu Politikverdrossenheit. Wir müssen immer die Rahmenbedingungen schaffen. Und wir haben seit Jahren die Situation, dass unsere drei Städte überschuldet sind. Und es wird immer wieder nur geredet, aber es wird nichts umgesetzt. Wenn wir das schaffen können, frage ich Sie, was haben die letzten 12 Jahre gemacht? Warum haben Sie nicht geschafft? Wir haben dafür gesorgt, dass die Kommunen ausgeglichene Haushalte vorlegen können. Und wenn Sie das nicht bestreiten, fördern Sie damit Politikverdrossenheit. Weil die Bürgerinnen und Bürger unserer Städte glauben immer noch, die Städte müssten ständig neue Schulden machen. Und das ist schon seit einigen Jahren nicht mehr so. Dank der Anstrengung von Land, Bund und im Übrigen auch der Kommunen selbst, muss man auch sagen. Ganz genau. Und die Situation ist so, dass im November keine Sachen mehr bestellt werden können, notwendigste Sachen bestellt werden können, weil die Kommunalfinanzen halt nichts mehr vorhalten an finanziellen Mitteln. Ich glaube, ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es nur einen richtigen Schritt gibt, schnellstmöglich die Altschulden voreinzurichten, damit die Kommunen wieder handlungsfähig werden. Und es ist nicht damit getan, dass man erstmal schauen muss, wie und weshalb wir irgendwas nicht schaffen, sondern wir haben den Auftrag, das eben passend zu machen und die Situation zu schaffen, dass wir es umgesetzt bekommen. Und das muss der Auftrag sein, auch von dem Finanzminister der Auftrag sein. Und wir haben halt in den letzten 4 Jahren das Pech gehabt, dass wir einen Koalitionspartner gehabt haben, der da nicht mitgegangen ist. Welche Bundesländer hätten denn mitgemacht? Welche SPD-regierten Bundesländer? Ich kann Ihnen sagen, Bayern und Baden-Württemberg hätten nicht mitgemacht. Und die haben natürlich einen großen, großen Einfluss auf die Regierung gehabt. Und ich glaube, dass das der Hauptgrund ist. Hamburg aber auch nicht. Ändert aber nichts daran, dass ich nicht für Hamburg spreche. Sie müssen auch mal jetzt einfach das mal sich anhören. Das ändert nichts, dass ich nicht für Hamburg spreche, auch nicht für Bayern und Baden-Württemberg. Ich spreche für den Wahlkreis. Und es ist auch schön, dass Sie das große Ganze immer im Blick haben, dass Sie einen Schuldentopf zum nächsten haben. Wenn der Bürger meint, der Schuldentopf in Berlin ist der bessere oder der gleichgestellte wie im Wahlkreis 103, dann mag das Ihre Einstellung sein. Ich sage Ihnen, ich bin für den Wahlkreis 103 und ich bin dafür da, dass es unseren Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt das Leben wieder lebenswert wird, als es jetzt gerade ist, nämlich dass wir nämlich endlich das Geld haben, den ÖPNV nach vorne zu treiben, Arbeitsplätze zu schaffen, die letztendlich auch ihre Aufgaben wahrnehmen, dass wir es schaffen, die Krankenhäuser besser zu bedienen. Das ist ein Endlospaket, was wir schüren können. Und das funktioniert nur dann, wenn wir die Kommunen schuldenfrei haben. Und das muss nicht irgendwann erfolgen, sondern schnellstmöglich. Also daran bin ich auch gerne bereit, weiterzuarbeiten. Und Herr Schäfer verdient auch die volle Unterstützung. Ich möchte nur sagen, man muss immer Verbündete für solche Projekte haben. Und ich hätte es noch vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten, dass tatsächlich auch die Länder und Kommunen, die nicht von diesen finanziellen Sorgen getrieben sind, es akzeptiert haben, dass der Bund in der Art starkerweise einsteigt bei sozialen Aufgaben, also bei der Grundsicherung im Alter
und bei den Kosten der Unterkunft. Und das finde ich ist ein großer Erfolg und da dürfen wir auch mal gegenüber denjenigen, die dieses Geld tatsächlich hier uns in unsere Kommunen aus seitens des Bundes und des Landes geben, Danke sagen und sie nicht dadurch verschrecken, dass wir jetzt sagen, diese Leistung hätte nichts geholfen. Ich glaube, das Thema Altschuldenfonds wird einer Klärung zugeführt werden, egal wer dieses Land regiert, weil es eine Lösung gibt und weil es eine Notwendigkeit dafür gibt. Aber das größte Problem, das wir haben, ist ausgeglichener Haushalt bei den Kommunen. Und das haben wir erreicht und jetzt können wir uns auch diese Aufgabe widmen. Ich lerne daraus, beide haben das gleiche Ziel, die Kommunen zu entlasten. Das ist ähnlich wie beim Klimaschutz und ähnlich auch beim nächsten Thema, weil der Weg ein unterschiedlicher ist. Und das finde ich so spannend, welche Wege Sie da anschreiten wollen. Unser nächstes Thema ist die Digitalisierung, die ja auch ein großes Zukunftsthema in diesem Lande ist. Herr Hart, Sie sprechen sich für ein eigenes Digitalisierungsministerium aus. Muss es wirklich eine neue Behörde sein, um was zu bewegen? Das würde zunächst nicht zu einer neuen Behörde führen, sondern es würden die jeweiligen Digitalisierungsabteilungen in anderen Häusern gebündelt werden unter einem neuen Dach. Also normalerweise, wenn es einen Neuzuschnitt von Ministerien in Berlin gibt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass gleich mehr Ministerialbeamte da sind, sondern dass einfach die Abteilungen umgehängt werden, in Anführungsstrichen, so nennt man das im Beamtendeutsch. Und so stelle ich mir das im Großen und Ganzen auch beim digitalen Ministerium vor. Bei der Digitalisierung haben wir zum Beispiel in der Corona-Krise gesehen, woran es manchmal hapert. Ja, ich habe 3 SPD-Oberbürgermeister in meinem Wahlkreis und es hat Mittel für die Ausstattung der gehabt. Also Andreas Mucke war damals noch Oberbürgermeister in Wuppertal. Und wir haben gesagt, wir stellen Bundesmittel zur Verfügung für die Beschaffung von Endgeräten für die Schüler, damit der virtuelle, der digitale Unterricht stattfinden kann. Dann hat es 4 Wochen nach dem Beschluss des Bundes einen Landeserlass gegeben, wo drin geregelt war, wie die Kommunen und die Schulträger, also das sind ja bei uns dann die Kommunen, diese Geräte beschaffen können. Ich habe allen 3 Oberbürgermeistern und allen 3 Kämmerern Briefe geschrieben, dass man das doch jetzt machen kann, 600 Euro pro Gerät aus der Bundeskasse. Ich bekam von einem Oberbürgermeister, ich nenne den Namen jetzt nicht, die prompte Antwort, ja, wir haben schon bestellt, 3000 Stück und 1100 sind schon da. Und von den beiden anderen bekam ich keine Antwort. Wir haben Probleme damit, die PS auf die Straße zu bringen. Ja? Also wenn wir für Digitalisierung 6 Milliarden für die Digitalisierung der Schulen in Berlin bereitstellen und dann haben wir daraus zum Beispiel 500 Millionen für diese Endgeräte bereitgestellt und wir stellen fest, das Geld wird nicht oder nur zögernd abgerufen, genauso wie das Geld für die Investitionen in die Digitalisierung der Schulen, dann müssen wir schon die Frage klären, wie können wir das beschleunigen und verbessern. Es kann ja nicht sein, dass der Bund selbst die Handwerker bestellt, die WLAN-Netze in den Schulen installieren, aber es gibt Kommunen, da klappt es gut und dann gibt es Kommunen, da klappt es gar nicht. Und da würde ich mich freuen, wenn es mehr Best-Practice-Austausch, wie das so schön neudeutsch heißt, also dass man einfach diejenigen, die es besonders gut machen, als Vorbild nimmt und andere dann nachziehen. Ich glaube, dass wir mit Blick auf die Digitalisierung der Schulen gerade in der Corona-Krise deutlich schneller hätten sein können, aber am Geld aus der Bundeskasse hat es nicht gelegen. Herr Schäfer, jetzt sind Sie kein SPD-Oberbürgermeister, möchten Sie trotzdem reagieren darauf? Also als allererstes hört sich das immer so an, als wenn Unmengen von Geld da wäre und es muss nur abgerufen werden, wird nicht abgerufen. Das habe ich jetzt so verstanden. Bei diesem Beispiel ist es so, aber nicht in allen Fällen. Dann hätte ich mir gewünscht, dass Ihr Büro, wenn da Kenntnis darüber erlangt worden ist, noch eine Telefonhörer in die Hand nimmt und den Oberbürgermeister anruft, hier können, keine Ahnung, 200.000 Euro abgerufen werden zur sofortigen Verfügung. Das habe ich ja gemacht. Das wäre wirklich schön gewesen. Sie haben einen Brief geschrieben und nicht telefoniert. Und ich kann Ihnen auch sagen, wo die Problematik ist, und da kommen wir wieder zum Altschuldenfonds. Wir haben nicht die Möglichkeiten, Arbeitsplätze einzurichten, die sich genau um diese Problematik kümmern können. Nicht in allen Bereichen. Natürlich sind ein paar dabei, die Gelder abrufen können, aber eben nicht in allen Bereichen. Uns fehlt einfach die Arbeitskraft in den Rathäusern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, die Digitalisierung hat in Deutschland das Nachsehen zu ganz Europa. Egal, wo ich hinfahre in Urlaub, egal, wo ich in Europa bin, finde ich schnelleres WLAN, schnelleres Internet, viel bessere Ausstattung und da haben wir halt die Zeit auch ein Stück weit verschlafen, die wir jetzt gerade am Aufholen sind. Und die SPD wird das ändern? Natürlich, das ist die Zukunft. Die SPD wird nicht nur die Digitalisierung ändern, sondern das ist unsere Zukunft. Deswegen bin ich auch für ein Ministerium oder für eine Abspaltung der Digitalisierung. Und ich bin dafür, dass wir da Fahrt aufnehmen, wo es notwendig ist. Und es ist nicht damit getan, die Kabel in die Schulen zu legen, sondern die müssen natürlich in den Gebäuden verlegt werden. Die Kinder müssen
ausgestattet werden. Jedes Kind hat ein Recht auf ein vernünftiges Tablet. Jedes Kind hat ein Recht, vernünftig Unterricht zu erhalten. Wir müssen die Lehrer schulen. Das hat mit Qualifikation zu tun. Nicht nur von den Schülern, sondern auch von denen, die damit umgehen müssen, die lernen müssen. Und ich glaube, den Weg müssen wir beschreiten. Und wir müssen auch in Zukunft uns daran gewöhnen, dass wir nicht nur einmal im Leben einen Job erlernen und den dann bis zum Ende durchführen, sondern dieser Job wird sich alle 6 bis 8 Jahre ändern, weil sich A, Soft und Hardware dermaßen verändert, gerade in der IT-Branche, dass man sich immer wieder neu auf den neuesten Stand halten muss, dass man immer ständig in einem Wandel des Lernens ist. Gut, Herr Schäfer, zugleich ist die SPD aber auch die Partei, die sagt, so, wir dürfen auch den Arbeitsschutz im Bereich Digitalisierung nicht hinten runterfallen lassen. Sie weisen auf die sozialen Aspekte des Ganzen hin. Ist es jetzt nicht zunächst einmal wichtig, den Prozess anzuschieben, zu beschleunigen? Angeschoben ist er, der muss beschleunigt werden, definitiv. Und vor allen Dingen muss er auch zur Verfügung gestellt werden, auch monetär zur Verfügung gestellt werden. Ich habe mit Remscheider Unternehmen gesprochen, die sagen, mir nützt überhaupt nichts, ein Breitbandkabel vor der Firma liegt, aber ich einfach, dass der Nutzen nicht so hoch ist, als dass es sich für uns lohnen würde, dieses Kabel auch ins Gebäude zu ziehen bzw. zu nutzen. Das sind eben so Sachen, das fängt in Schulen mit Hardware an, das fängt in der Industrie, in der Wirtschaft damit an, dass auch eben der Kosten-Nutzen-Faktor bedacht werden muss. Und ich glaube, das ist ein Selbstverständnis, was irgendwann, ich hoffe, in den nächsten 1-2 Jahren einkehrt, dass man eben auch die Kosten dermaßen reduzieren kann, dass auch jeder und jeder Kleinstunternehmer damit arbeiten und damit davon profitieren kann. Ich möchte an einer Stelle dem Herrn Schäfer ausdrücklich recht geben. In jeder Firma, in der man IT hat, gibt es einen, der dafür bezahlt wird, sich darum zu kümmern. Entweder zumindest Teilzeit und in dem Augenblick, wo man, sag jetzt mal, mehr als 100 Nutzer hat, ist es im Zweifel eine Vollzeitkraft. In den Schulen machen das Lehrer, die Lust dran haben, Klammer auf, und dabei sind die Lust zu verlieren, ja, weil das nämlich zu viel Arbeit ist, machen das selbst. Wir brauchen in den Schulen, genau wie wir Hausmeister haben, die dafür sorgen, dass die Fenster geschlossen sind, wenn die Schüler die Schule verlassen, brauchen wir IT-Personal, das sich darum kümmert, dass die Systeme funktionieren, dass die Geräte der Schüler und der Lehrer in das Netz integriert sind, dass die abgedatet werden, dass das alles läuft. Und es kann nicht sein, dass wir in Schulen glauben, das kann man nebenbei machen. Und in jedem Industrieunternehmen käme kein Mensch auf die Idee, das so quasi als stiefmütterlich, als Nebentätigkeit zu deklarieren. Und jetzt ist der Bund nicht derjenige, der das Personal für die Schulen einstellt, aber ich bin 100% dafür, dass wir Geld aus dem Digitalpakt auch dafür nehmen, dass es Personal gibt, das dann diese Sachen auch umsetzt. Das ist ein konkreter Vorschlag. Wir kommen zu Koalitionsfragen. Herr Schäfer, Ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz schließt ein Bündnis mit der Linkspartei nicht klar aus. Wo stehen Sie in dieser Sache? Ich stehe in der Sache, dass wir gerade im Wahlkampf, in der Hochzeit des Wahlkampfs sind, dass wir bis zum 26.09. um 18 Uhr um jede Stimme kämpfen müssen, weil es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, dass die Wahl alles ist, nur noch nicht entschieden ist. Und dass wir am 26.09. um 18 Uhr, nein, sagen wir mal um 19 Uhr nach dem Eingang der ersten Hochrechnung sehen, was möglich ist. Warum fällt Ihnen das als Sozialdemokrat eigentlich so schwer, mal zu sagen, mit denen nicht? Fällt das nicht schwer? Das möchte ich jetzt nicht. Sie tun es aber nicht. Nein, tue ich auch nicht. Ich bin mit dem Hart einer Meinung. Als Herr Hart im Frühjahr nominiert worden ist, hat er gesagt, er tritt an, um Schwarz-Grün zu verhindern. Das gleiche Ziel habe ich auch. So stand so im Tageblatt. Herr Hart, Sie sind direkt angesprochen. Welche Koalition ist denn Ihr Favorit? Schafft es die CDU nach Ihrer Meinung, FDP und Grüne unter einen Hut zu bringen? Davon bin ich fest überzeugt, dass Jamaika 2.0, das war ja das Projekt 17, was ja dann von Christian Lindner auf der Zielgerade ausgebremst wurde, dass das jetzt stattfinden würde. Ich persönlich fände Jamaika besser als Schwarz-Grün, aber darüber muss der Wähler entscheiden, wie er die Dinge sortiert. Aber für mich ist völlig klar, es kann keinen CDU-Bundeskanzler geben, der in irgendeiner Weise von Stimmen der AfD abhängig ist, und sei es auch nur, dass die sich da irgendwie enthalten oder sowas und dann damit eine Kanzlerwahl möglich machen. Genauso erwarte ich von Herrn Scholz, dass er sagt, die Systemveränderer von der Linken, die ja nicht nur die SED-Nachfolgepartei ist, was 30 Jahre Geschichte bedeutet, sondern die auch in ganz vielen Fragen systemverändernd sind, die Teile unserer verfassungsmäßigen Ordnung ablehnen und verändern wollen, dass die SPD klar sagt, von diesen lassen wir uns nicht stützen. Nur leider wären solche Lippenbekenntnisse auch nicht ganz glaubwürdig, weil wir uns ja alle an die Landtagswahl 2010 erinnern, in deren Folge ja Frau Kraft sich hat von Stimmen der Linken, mit Duldung der Linken, in das Amt der Ministerpräsidentin hat bringen lassen.
Ja, gut, das ist nochmal ein Unterschied, Landtagswahl, Bundestagswahl. Es sind unterschiedliche Systeme, aber trotzdem ist auch ein theoretisch auch möglich, dass ein aber Sie von den Linken gestützter. Sie blicken aber jetzt nicht nach Ostdeutschland, ne? Also die letzte kurzweilige Geschichte: Ostdeutschland, FDP, Ministerpräsident mit AfD und wie war die dritte Partei? Ich weiß gar nicht, ich komme jetzt nicht drauf. Also wenn Sie das schon aufzählen, müssen Sie sich auch gefallen lassen, dass gerade in der Landespolitik das auch in die andere Richtung passt. Ja, also ich kann nur definitiv sagen, dass ich nicht glaube und dafür stehe, dass Armin Laschet sich in keiner Weise von der AfD oder von der Linkspartei, letztere steht glaube ich auch nicht zur Diskussion, auch nicht in der Linkspartei, wählen lassen wird, sondern er wird eine eigenständige Mehrheit brauchen für eine gute Koalition. Und da sehe ich realistischerweise die Möglichkeit von Jamaika, also Bündnis aus CDU, CSU, Grünen und FDP. Und ich habe das Gefühl, dass das auch das ist, was die Wählerinnen und Wähler sich gut vorstellen können, weil sie dann wissen, dass wirtschaftliche, ökologische und soziale Fragen in einer Balance zueinander also in dieser Regierung wieder gespielt werden. Alle politischen Kommentatoren glauben ja auch nicht, dass sich Herr Scholz von den Linken oder mit denen zusammen eine Koalition eingeht. Umso mehr frage ich mich, warum man sich nicht einfach davon distanziert. Wir haben ganz klar unsere Standpunkte auch kundgetan. Ein fester Punkt ist zum Beispiel die NATO. Definitiv auch ein Bekenntnis zur NATO ausgesprochen. Und ich glaube, das erklärt doch eigentlich schon alles. Aber warum wird immer vor der Wahl immer abverlangt, wer mit wem koaliert, solange wir die Ergebnisse nicht haben? Weil der Wähler Klarheit erwartet, ja, wen er bekommt, wenn er Scholz wählt. Geben Sie uns SPD wählt. Die SPD die Stimme. Und dann bekommen Sie Klarheit. Wir haben ganz klar ein Wahlprogramm und die Klarheit also muss eindeutig sein. Hinterher bekomme ich dann Nein, gesagt, Sie bekommen was... mit Ihrer Stimme die Klarheit. So stärker wir sind, umso mehr werden Sie Sozialdemokratie am Ende rauskriegen. Aber die absolute Mehrheit ist auch unwahrscheinlich bei der SPD, genau wie bei der Union, oder? Ja, aber dann bekennen wir uns doch halt zur Rot-Grün. Dann sollte das unser Ziel sein. Das hat auch keine Mehrheit. Zum versöhnlichen Schluss. So richtig doll geballt haben Sie sich ja jetzt nicht, aber trotzdem. Zum versöhnlichen Schluss. Herr Schäfer. Sagen Sie doch mal was Nettes über Herrn Hart. Gestandener Mann, der eine Familie hat, der seine Werte hochhält, für seine Werte lebt. Auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin, aber passt schon. Und Sie, Herr Hart, was schätzen Sie an Herrn Schäfer? Ich kenne ihn noch nicht so richtig gut, aber ich finde, dass er eine gestandene Biografie hat und auch schon was geleistet hat im Leben und deswegen nicht zu Unrecht sich für das Amt bewirbt. Und wenn man mit ausländischen Politikern redet oder mit ausländischen Journalisten, die jetzt auch auf unsere drei Spitzenkandidaten gucken, die sagen, eure Luxusprobleme wollen wir haben. Ja. Das gilt vielleicht auch in diesem Wahlkreis. Oh nein. Da muss ich was zu sagen. Ja, bitte. Wir haben eine Kinderarmut in unserem Wahlkreis von über 20%. Ein Fünftel unserer Kinder in unserem Wahlkreis leben unterhalb der Armutsgrenze. Warum haben das die SPD-Sozialminister nicht schon längst gelöst, wenn das angeblich so einfach ist? Wir haben doch so viele Sozialminister der SPD gehabt. Im Augenblick haben wir einen, davor hatten wir einen, Familienminister von der SPD, Frau Giffey, Frau Babali und so fort. Es ist eben nicht so einfach zu lösen und das sollte man den Wählerinnen und Wählern auch sagen. Kinderarmut ist das Problem von zerrütteten Familien und von Müttern, die von den Vätern ihrer Kinder im Stich gelassen werden und keine andere Möglichkeit sehen, als auf Hartz IV. Egal welche Gründe es für Kinderarmut gibt, muss den Kindern geholfen werden. Und deswegen treten wir an, um eine echte Kindergrundsicherung einzurichten. Und wenn man immer nach hinten schaut, warum nicht gemacht worden ist, muss man auch fragen, welche Koalitionspartner hatten wir denn gehabt? Was haben wir denn überhaupt durchbringen können? Und wäre unser Partner mitgegangen? Und deswegen werbe ich für eine rot-grüne Mehrheit und hoffe, dass wir das unter Führung von Olaf Scholz in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt bekommen. Ich habe den Eindruck, dass mit dem versöhnlichen Schluss ist gescheitert. Hat nicht ganz geklappt. Sollte, glaube ich. Entschuldigung. Also, ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen für den weiteren Wahlkampf alles Gute und sage allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, gehen Sie wählen am 26. September, denn das ist das Allerwichtigste. Dankeschön. Ja, wir bedanken uns auch.